Über den unsichtbaren Wohnraum referierte am Dienstagabend, 20. Februar 2024, Buchautor Dr. Daniel Fuhrhopp im Halterner Könzgenhaus. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand die oftmals verzweifelte Suche von Menschen mit wenig Geld bzw. jungen Menschen nach einem bezahlbaren Wohnraum. Doch dafür müsse nicht neu gebaut werden, so Dr. Fuhrhopp. Nun, wir haben in allen Großstädten einen Mangel an Wohnraum, vor allem an günstigem Wohnraum. Und jetzt weiß man, dass das mit dem Neubau nicht mehr so richtig klappt, diesen Mangel auch zu beseitigen. Schon seit Jahren nicht, aber in letzter Zeit erst recht nicht. Also Explosion der Preise, Baukosten, Fachkräfte. Aber es gibt ja eigentlich sehr viel Wohnraum bei manchen Menschen, die ja allein im Haus leben. Und das nenne ich jetzt unsichtbaren Wohnraum, wenn die Menschen selber sagen, ach, ich will dieses halbe Haus irgendwie anders nutzen. Und jetzt war die große Frage oder ist die große Frage, wie kann man denn den Menschen so helfen, dass die ihr Haus, ihr halb leeres, ungenutztes Haus anders nutzen, sodass Menschen, die dringend Wohnraum brauchen, davon etwas haben. Und darum geht meine Dissertation, meine Doktorarbeit auch zum unsichtbaren Wohnraum. Eingeladen hatte den Referenten die Fraktion der Grünen im Rat der Stadthaltern am See. Ja, wir beschäftigen uns eigentlich schon länger mit dem Thema und wir denken, dass unsere Kommune sich ganz dringend anders aufstellen muss, vor allem wenn wir in die Zukunft denken. Also wir haben ja einmal das große Problem, dass wir in Haltern einen dramatisch angespannten Wohnungsmarkt haben. Das ist uns vor kurzem auch nochmal bestätigt worden durch ein Gutachten vom Landesbauministerium. Und das wirkt sich so aus, dass nicht nur Menschen in schwierigen Lagen hier keine Wohnung finden, die haben schon mal gar keine Chance, sondern durchaus auch Personen mit einem ganz geregelten Einkommen. In seinem Referat berichtete Dr. Fuhrhopp von seinen Erhebungen über das Zusammenleben von Jung und Alt im Ausland. Ja, eigentlich geht's bei mir eher umgekehrt von den Leuten aus, die da schon wohnen und die eben dann sagen, was mache ich mit dem Raum? Und für manche dieser Menschen ist es eine interessante Alternative zu sagen, ach, als älterer Mensch vielleicht hätte ich gerne einen jungen Menschen, der bei mir mit mir zusammen wohnt. Also es geht nicht um eine Vermietung, sondern es geht wirklich um ein Zusammenleben von Alt und Jung. Dieses Modell Alt und Jung zusammen gibt es eigentlich in 18 Staaten auf der Welt, Korea, USA, Großbritannien, Belgien, Deutschland, sehr unterschiedliche Länder und Kulturen und in Deutschland eigentlich auch über 30 Mal. Aber in manchen Ländern klappt es super und woanders klappt es nicht so gut. Also gerade in Deutschland 2/3 der Stellen, die sowas machen, Vermittlungsstellen, die Alt und Jung zusammenbringen, da gibt es sehr kleine Stellen, die noch nicht mal 10 Paare im Jahr zusammenbringen. Da denkt man ja, gut, warum soll man darüber reden? Ja, das ist ja nicht der Rede wert. Dr. Fuhrhopp macht in einer PowerPoint-Präsentation deutlich, dass die Schaffung von Neubauten das Klima belaste, auch wenn die Nutzung später klimaneutral erfolge. Unsere 43 Millionen Wohnungen in Altbauten zu dämmen, bessere Heizung, ja, mit schlimmen Mitteln will man das erreichen. Aber wir versuchen es, ja, wir bemühen uns extrem, diese 43 Millionen Wohnungen, 5 Millionen Tonnen weniger. Ja, und wenn wir das dann mehr oder weniger schaffen oder in die Richtung gehen, dann machen wir das quasi kaputt, indem wir vergleichsweise lächerliche 300.000 Wohnungen neu bauen. Anke Verhoeven hofft, dass in der Politik und bei den Bürgern ein Umdenken stattfindet, damit die Wohnraumsuche für verzweifelte Menschen zu einem Erfolg wird. Wir wissen, wir müssen was tun. Es gibt politische Initiativen, neue Wohngemeinnützigkeit soll es geben. Also genossenschaftliches Wohnen wird gestärkt. Gerade heute ist ein Programm wieder aufgelegt worden, was das ermöglichen soll.